Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von und mit eurem Gameblamer. Und heute sind wir bei den Videogame-Jahren wieder angekommen, und zwar in dem Jahr 1978. Wir schauen uns an, was 1978 Großartiges in der Videospielewelt passiert ist und was die Videospielewelt bzw. die Popkultur beeinflusst hat. Viel Spaß dabei! Uncle Frank, Space Invaders! Where? Right here, Uncle Frank. Space Invaders is a video game cartridge you have to buy separately to play on the Atari video computer system. Your parents hook it up to the TV. Those are supposed to be the Space Invaders you get with your missiles. Wow! That's it, Uncle Frank. You saved our planet. Hmm? Yeah, this time. This is the Atari video computer system. Space Invaders and other video game cartridges are each sold separately. Das erste, was mir 1978 in den Kopf kommt, ist natürlich Space Invaders. Space Invaders hatte die meisten Feinde von allen auf einem Bildschirm. Und was viele nicht wussten ist, nachher werden die Feinde ja schneller nach unten hin, wenn man viele Feinde erledigt hatte. Das war gar kein Feature, sondern das war einfach, weil der Prozessor das gar nicht alles verpackt hat. Das ganze Spiel lief einfach langsam, weil der Prozessor so viele Feinde auf einmal gar nicht zeigen konnte. Und je weniger Feinde auf dem Spielfeld waren, umso schneller konnte natürlich das Spiel laufen. Das andere, was Space Invaders natürlich auch revolutioniert hat, war, es gab das erste Mal Highscores. Das heißt natürlich, dass man seinen Freund auf einmal überbieten konnte mit seinem Score. Was dafür sorgte, dass in Japan zum Beispiel die Yen-Münzen, die man da reingeschmissen hat, nachproduziert werden mussten, weil die so süchtig waren nach Space Invaders und jeder den anderen überbieten wollte, so dass tatsächlich nachher alle Yen-Münzen in den Automaten waren und es eine richtige Krise gab. Dasselbe geschah nachher in Amerika auch mit den Quarters. Also ich glaube, das sind 25-Cent-Stücke. Genau wie in Japan eben. Space Invaders war einfach der Renner. Man musste es haben. Und wenn man es sich für zu Hause geholt hat, auf jeden Fall auf dem Atari 2600. Alles andere war nur Spielzeug. Es gab sogar einen Song namens Space Invaders von Player One, in dem wir ganz, ganz kurz mal reinhören können. Im Grunde hatte der Song eigentlich gar nichts mit den Space Invaders zu tun, sondern hieß einfach nur so und hatte ein paar Images von den Space Invaders im Musikvideo enthalten. Ja, und jetzt kommen wir dazu, was 1978 die Videospielewelt beeinflusst hat. Und da wären wir als allererstes natürlich bei Superman, der Film. The passion of Jor-El. Because he knew the human race had the capacity for goodness, he sent us his only son. His name is Kal-El. He will call himself Clark Kent. But the world will know him as Superman. This year, Superman brings you the gift of flight. Superman, the movie. Als nächstes kommen wir zu dem Star Wars Holiday Special, was wirklich sehr, sehr speziell war. Special, starring Mark Hamill as Luke Skywalker, Harrison Ford as Han Solo, Carrie Fisher as Princess Leia, with Anthony Daniels as C-3PO, Peter Mayhew as Chewbacca, R2-D2 as R2-D2, and James Earl Jones as the voice of Darth Vader. Außerdem lief zu der Zeit ganz erfolgreich The Incredible Hulk, also auf Deutsch der unglaubliche Hulk, in den Fernsehern. How could she find the strength and I couldn't? Every other case that we've researched, it's been the same story over and over and over again. What
is the common denominator. Und last but not least, Battlestar Galactica, was zwar ein kleiner Abklatsch eigentlich war, nur von Star Wars, aber trotzdem bis heute noch sehr, sehr erfolgreich ist und die Videospielewelt, was Space Shooter angeht, sehr, sehr beeinflusste. Battlestar Galactica. Are you ready? Launch all wipers. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.